Der Verein Schlupfwinkel betreut Kinder und Jugendliche, die in Stuttgart auf der Straße leben. Hier bekommen sie Unterstützung bei Ämtergängen, warme Mahlzeiten, können duschen und ihre Wäsche waschen. Und sie finden eine vertrauensvolle Ansprechpartnerin, Barbara Speer. Sie engagiert sich ehrenamtlich für Jugendliche, die oft früh erfahren haben, dass auf ihre Eltern wenig Verlass ist. Die schmeißen sie raus und kümmern sich im Scheißdreck drum. Also das finde ich buckelhart. Und deswegen gebe ich denen gerne ein bisschen. Obwohl in meiner Gesellschaft man alle mich ein bisschen für verrückt hält. Ne? Warum ich das kann und der Dreck und der Wettete. Barbara Speer hat keine Berührungsängste. Mit 82 Jahren hat sie reichlich Lebenserfahrung. Sie hört zu, ohne zu verurteilen. Ich habe so das Gefühl, wenn du so ganz mit allem, was die so hier bringen, und du trotzdem hinter ihnen stehst und sie magst, das merken die. Das kann ich vermitteln oder das vermittle ich. Oh, das tut denen gut. Barbara Speer engagiert sich seit 2 Jahrzehnten für ihre Schützlinge. Fast so lange an ihrer Seite ihr Pate, Sozialarbeiter Thorsten Bauer. Es geht immer darum, meine Kinder im Schlupfwinkel, die brauchen was zum Anziehen, die brauchen was zum Frühstücken, die brauchen das und das. Ich glaube, das treibt sie an, dass sie sagt, ich will hierher kommen und was bewegen.